So, Ich habe ein bisschen Angst, sind wir wirklich bereit. dass wir in Brand gesteckt werden noch, Wegen den während. ganzen Kabeln, die Löcher haben. Ja, so ist das. Hallihallo, Ah, Zuckerberg. Hilfe, alles geht kaputt. Hi, Was ist jetzt Zagorak, los? hallo. Also ich habe beschlossen, dass wir jetzt streamen. Hey. Hey, Azrock, hallo, danke fürs Subscriben, fürs Abonnieren, voll cool. Dankeschön. Schon seit 8 Monaten. Cool. Nice. Uns geht's ganz gut. Jo. Also, wir sind vollgefressen. Es ist übrigens, wir probieren seit dieser Woche die Hello Fresh Box aus. Kannst ja, Sebi, kannst du kurz erklären, wie die funktioniert? Die Hello Fresh Box, Ja. im Grunde ist das nur so ein Abo, wo man sich irgendwie pro Woche ein paar Gerichte aussucht und dann wird einem genau das zugeschickt, was man braucht, plus Rezepte für die Gerichte zum Also selber wirklich, kochen. wirklich komplett abgewogen, Genau. genau die Zutaten, Das die ganz man für. praktisch, aber Ja. viel zu teuer. Ja, es ist leider wirklich. Also ich glaube, wenn wir das zum normalen Preis gekauft hätten, das ist übrigens keine Werbung, wir werden nicht bezahlt, noch nicht. Noch nicht. wenn wir es zum normalen Preis gekauft hätten, hätte es, glaube ich, über 50 Mit Euro Versand über gekostet. 50 Ja, Euro ja. für 4 Mahlzeiten Zwei pro Personen. zwei Personen. Ja. Das finde ich schon ein bisschen sehr Es teuer. ist ein bisschen Aber heftig, pro Woche vor allen mit Dingen. Rabattgutschein geht's. Da ist es okay. Ja, mit Rabatt haben wir jetzt, glaube ich, 20 Euro bezahlt. Ja, super. Und man muss schon sagen, die Gerichte sind auch einfach Ja. echt geil, Drei Omato. haben wir bis jetzt gemacht, sind echt super lecker. Ja, voll krass. Also ich glaube, wenn man sich das mal geben will, da gibt es super viele Gutscheine, gerade im Internet, überall. Und wenn man da mal Bock hat drauf, sowas zu auszuprobieren, dann glaube ich, ist das ganz cool. Genau. Und wie geht's dir, Zakorak? So, wir machen jetzt nämlich spontan weiter bei Geheimakte Tunguska, was wir ja vorletzten Donnerstag oder irgendwann angefangen Dienstag. haben, Dienstag. Ach so, nee, doch, Donnerstag Ja, haben ich wir weiß es angefangen. nicht mehr. Und die Merlin hatte heute akut irgendwie ganz dringend das Bedürfnis, dass wir weiterspielen. Und dann habe ich Ja. gesagt, na gut, warum nicht? Weil das Spiel echt cool ist Ja, es und ist weil auch wir cool. erst ungefähr bei der Hälfte sind und Ja. weil ich den zweiten Teil unbedingt irgendwann spielen will. Ja, und es stimmt schon, ich weiß nicht, wann wir wieder weitermachen können. Also, Okay. beziehungsweise, Was bedeutet das? theoretisch können wir schon kommenden Niemals. Freitag weitermachen. Insofern, aber es ist halt jetzt mit, ne, Patreons dürfen mir quasi über zwei Streams in der Woche abstimmen. Dann habe ich jetzt mit Mario angefangen, das würde ich gern weitermachen. Und Geheimakte Tunguska, das sind halt dann quasi so viele Sachen, die gleichzeitig passieren hier. Aber gut, genau. Du Nintendo-Opfer, du. Nintendo-Opfer, warum? Weil du Wegen Mario Mario? schon wieder spielst. Warum denn schon wieder? Ja, du hast Mario 64. Das ist das, was du momentan spielst und du hast es bestimmt schon mal gespielt. Nee. Ich glaube schon. Nee, wirklich nicht. Ich glaube schon. Mario, ich habe, glaube ich, echt kein eins. Nee, stimmt nicht. Die 2D-Marios. Aber abgesehen von Mario. Von Yoshi's. Nee, doch, ich glaube, abgesehen von Yoshi's Island habe ich auf dem Kanal, glaube ich, kein Mario gespielt. Ich glaube, du lügst. Vielleicht. Ich glaube, du verdrängst. Vielleicht. Sakura, bei dir war der Stream immer irgendwie problematisch, oder? Oder Mit dem erinnere. Zusehen, ja, Ja, ich hoffe, genau. dass diesmal irgendwie geht. Eigentlich dürfte es von unserer Seite aus kein Problem sein, oder? Hoffentlich. Naja, hoffen wir mal, dass du mitmachen kannst. Okay, Spiel laden. Ohne Umschweife geht's los. Wir Ah sind. ja, wir sind auf Kuba in der Anstalt und werden jetzt dem armen Patienten hier sein Kartenhäuschen zerstören, Ich meine, wahrscheinlich. vielleicht willst du kurz vorher nochmal kurz Zusammenfassen? zusammenfassen, Oh worum es Gott. geht. Worum geht's denn? Wir sind Nina und sind auf der Suche nach unserem empörten Vater, der irgendwie Archäologe ist oder sowas in der Art, der von mysteriösen Gestalten in schwarzen Kutten empört wurde. Eventuell. Das haben die Naja. Zeugen haben gesagt, dass da Ja. schwebende Figuren durch die Gegend Mittlerweile gelaufen haben wir sind. diese seltsamen Figuren aber selber schon getroffen und die haben irgendwie telepathisch mit uns kommuniziert und so crazy Sachen. Und, Es gibt aber offensichtlich auch noch eine andere Fraktion, die uns irgendwie auch aufhalten will und Böses zufügen will, was zumindest in den Cutscenes angedeutet wird. Naja. genau. Und im Grunde führen uns die Spuren jetzt an verschiedene Orte. Und deswegen haben wir uns jetzt aufgeteilt. Nina ist jetzt quasi in Kuba, wo sie irgendeine Nervenheilanstalt untersucht.
Genau, weil da ein Wissenschaftler oder so, glaube ich. Ja, irgendein Bekannter von ihrem Vater wurde dahin verlegt. Genau. Und ihr Lover? Der Hans Gruber. Der Hans Gruber, genau. Ist jetzt in Schottland, glaube ich. Aber da haben wir noch gar nicht gespielt. Genau. Da aber ist nämlich auch irgendjemand, der wichtig ist. Genau, wir könnten aber zu ihm springen, wenn wir wollten. Und ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen die Story der letzten acht Stunden oder so. Möglicherweise. Wir waren, also eigentlich haben wir nur die ganze Zeit irgendwelche Hinweise verfolgt, aber so richtig wissen wir eigentlich nicht, was geht, oder? Wir wissen, eigentlich dass, gar nichts. Wir wissen, dass eventuell in Tunguska ein Meteorit eingeschlagen ist und dass der irgendwelche komischen... Oh, okay, kein Ton an die ganze Zeit. Naja, dass der irgendwie dazu geführt hat, dass die Pflanzen komisch wachsen, das haben wir schon herausgefunden. Ah ja, stimmt. Und irgendwelche Leute haben damit rumexperimentiert mit irgendeinem Stein oder so. Genau. Der eingeschlagen ist und können damit Tiere kontrollieren. Ganz genau. Also und es geht um. Der Stein hat komische Hieroglyphen eingraviert, also ist scheinbar irgendwie von irgendwas Intelligentem bearbeitet worden. Also ein Alien-Artefakt. Genau, stimmt. Aliens sind praktisch. Also ein Alien ist irgendwie auf der Erde eingeschlagen mit diesen Meteoriten. Ah, verdammt, Zuckerberg, dann hast du jetzt gar nicht mitbekommen, was alles unglaublich Spannendes passiert ist in dem Spiel. So ein Mist, aber. Naja, es wird sich schon ergeben. Unser Vater ist weg und wir suchen ihn. Kurz zusammengefasst, in einem Satz. Ich habe vorher gehört, und dass der Zakorak jetzt dann zurück. Piratenspiel spielen muss mit Katka und Cluedo. Ach, okay. Naja, gut. Ja, wir sind die Nina. Ich muss mal durchgehen, was wir alle so haben. Ich dürfte etwa 4 bis 5 Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Okay, eine sehr hochdioptrinierte Brille oder so. Eine Zeitschrift mit dem vielsagenden Titel Hier werden Sie geholfen. Eine Zeitschrift für Rhetorik. Da merkt man, aus welcher Zeit es stammt. Ja, total. Da merkt man wirklich, aus welcher Zeit es stammt. Frühe 2000er-Referenzen. Die Scheite sind ziemlich kaputt. Derjenige, der das Holz gehackt hat, legt offenbar mehr Wert auf Gewalt als auf Präzision. Okay, und Holzscheite und unser Handy, aber wir könnten eigentlich mal, weil wir können ja immer telefonieren. Ich weiß, was zu tun ist. Und bei meiner Aufgabe wird er mir über die Distanz auch nicht großartig helfen können. Na ja, gut, okay. Na gut, dann schauen wir mal hier. Grammophon. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Ich finde auch lustig, Toktik von TikTok. Ja, aber TikTok gab's ja dann noch gar nicht. Vielleicht von Tokotronic? Glaube ich nicht. Nein, ne Moment, ich. Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Da hat sie recht. Der Partner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Okay. Und ein Kartenhaus. Hübsch, da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Zertreten wir es. Ich hoffe, dass man ihre Stimme überhaupt hört, weil die Musik ist sehr laut für mich. Die redet sehr leise, ja. Aber man hat ja Untertitel zur Not. Einen merkwürdigen Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber er macht mir echt Angst. Hallo, hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja, und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Oh, mit dem kann man über viel reden. Oh, stimmt, da unten ist ja... Okay, wie geht's denn hier dazu in der Heilanstalt? Die Anstalt macht einen etwas, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Na gut. Er hat offensichtlich Geister gesehen. Nicole Charleroi. Die ist doch hier die Anstaltsleiterin, oder? Ist sie hier? Nein, ich glaube nicht. Puh, jagen Sie mir nicht nochmal so einen Schrecken ein. Haben Sie Angst vor ihr? Ich? Nein, natürlich nicht. Shea hatte auch nie Angst. Andererseits, Shea hatte es auch nie mit psychopathischen Wissenschaftlern zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, nichts, gar nichts.
Okay, er hat offensichtlich Angst vor der Charleroi. Was ist das? Ist das ein Drucker? Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen... Ja, ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind. Das sagt sie jetzt, aber ich weiß, dass sie Leben gern zerstört. Ja, stimmt. Aber vor allem, was heißt denn, bis er fertig ist? Ich meine, naja, dann macht das so erst kaputt. Genau, wenn es am Ende fertig ist, dann zerstören wir es. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld. Aber Ruhm, ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Als Kartenhausbauer? Ja, auch She hat mal so angefangen. She? She Guevara? Nein, Chevrolet. Schon gut, hab's verstanden. Ich gehe ja schon. Okay, ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Erdbeben? Ja, gegen Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Presslufthammer. Werde ich es schaffen. Ganz genau. In der letzten Folge haben wir den Bauarbeiter getroffen, der gerade Pause macht, wenn Rauch zu sehen ist, glaube ich. Oder so. Ja, passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Das heißt, wir müssen irgendwie Rauch erzeugen oder abschalten. Eins von beiden, ich bin mir nicht mehr sicher. Damit der Bauarbeiter seine Pause beendet und sein Kartenhaus zerstört, damit wir zum Drucker können. Ich weiß auch nicht, warum wir dahin wollen, aber offensichtlich wollen wir das. Wir wollen zum Kopiergerät. Genau. Um dahin zu kommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Ah. Den Kopier... Ah. Mein Gott. So, eine Liste. Eine Liste mit der Überschrift ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Das stimmt. Na gut, schauen wir mal, ob wir alles haben. Ah, okay, wir können uns bestimmte Kuscheltiere anschauen. Ah, den Teddy. Na gut. Oh, hier ist auch noch was. Leinwand. Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager in seine Gemälde zu nutzen. Ja gut, okay, das hat sie uns ja bei einem anderen schon gesagt. Ja. Na gut, ich glaube, das war's dann. Hier erstmal. Gehen wir wieder. Die Musik ist wirklich so laut hier. Es ist unglaublich. So, und hier haben wir, glaube ich, eigentlich auch... Ja. Das hattest du dir schon angeschaut, ja, oder? Ja, haben wir, glaube ich, alles gemacht. Genau, dann gehen wir mal da nach hinten. Ich glaube, das habe ich auch schon versucht, aber mach ruhig. Durchgang? Ich glaube nämlich, das geht nicht. Ah, Zutritt nur für Personal, okay. Das heißt, wir müssen sie da wegkriegen. Und das kriegen wir schon hin. Hinten hattest du dich noch nicht umgesehen, oder? Nee, da war ich zwar schon und habe mit dem Bauarbeiter geredet, aber da gab es noch zwei Durchgänge potenzielle, die könnte man sich noch anschauen. Genau, das machen wir auch. Zwei Türen. Zwei eventuell potenzielle Türen. Hier ist der Bauarbeiter mit seinem Presslufthammer. Und es ist nichts am Rauchen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich dann zum Rauchen bringen müssen. Da kommen wir nicht rein, oder? Ich glaube, das habe ich sogar versucht, aber das sind seltsame Kratzspuren an der Tür. Kein Schlüssel. Genau. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Und hier können wir noch rein. Das sieht aber offen aus. Ich schätze mal, das schaffen wir. Mhm. Yippie! Oh, die Eine Küche. Küche. So, ein ekelhaftes Wasser. Nee, das ist die Tür, okay. Nein, verdammt. Ja, es ist auch echt blöd, dass man mit B auf den Speicherbildschirm kommt. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist wirklich B doof. B ist immer, ist in jedem, seit NES ist B zurück. Ja. B ist zurück und nicht speichern. Zwiebeln. Ein Zwiebelzopf. Ein Zwiebelzopf. Ein Zwiebelzopf. Ich hätte sowas auch gerne in der Küche Ich habe doch nie gehört, dass das Zwiebelzopf heißt. Also ich glaube das schon, aber ich dachte halt, mein Gott, da hängen halt so Zwiebeln von der Decke. Ich wusste nicht, dass das einen Namen hat. Hm. Was für nehmen jetzt? Ach so, ein Zwiebel.
Damit bringen wir irgendwen zum Weinen bestimmt. Bestimmt. So, und eine Gabel. Das eine Fleischgabel. Eine und spitze Fleischgabel. Die nehmen wir auch mit, oder? Na? Ich hoffe, da sind keine langen und dicken Fleischfliegen, die da kreisen. Jetzt spießen wir. Keine Zwiebeln. Die meisten Männer bringe ich auch so zum Weinen. Und jetzt spießen wir. Es ist so eine. Es ist furchtbar, oder? Ja. Es ist echt toll. So, und da ist auch noch irgendwas, was suspiciously aussieht, als könnten wir es nehmen. Ein schmutziges Geschirr. Das Essen scheint lecker gewesen zu sein. Den Fliegen schmeckt es jedenfalls. Den Eimer? Nee. Hier kann man wahrscheinlich nichts weitermachen. Das ist alles schmutziges Geschirr. Na gut. Da geht auch nichts. Man kann bestimmt die Ofenklappe öffnen, oder? Nee. Ah, Topf. Auch ein okay. Herd. Eine relativ kleine Kochstelle. So wahnsinnig viele Patienten gibt es in der Anstalt offenbar nicht. Oder die sind alle auf Diät. Aber hier könnte man... Nee, das ist immer noch Herd. Herd. Na gut, aber hier. Gewichte. Kleine Messinggewichte. Die nehmen wir mit. Kommt da so ein Rätsel, wo man irgendwas ausbalancieren muss oder sowas? So, schauen wir mal. Okay, da ist noch, ja, oder? Ich sehe schon. Eine Kelle. Suppenkelle. Und so eine Art Schere oder so. Die nehmen wir wahrscheinlich auch mit. Und eine Schere. Wurstzange. Naja. Eine Wurstzange, keine Würstchenzange. Okay. Interessant. Und jetzt packen wir den Zwiebel in die Würstchenkelle. Ja, irgendwas muss... Warte mal. Aha. Ich werde die Schachtel so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Okay. Und jetzt müssen wir das irgendwie anzünden. Die Zeitung vielleicht? Ich meine, eigentlich normalerweise muss... Ja. Ich wusste doch, dass einem solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Genau. Und jetzt bräuchten wir eine Feuerquelle. Genau, wir müssten eigentlich... Bräuchten wir ein Feuerzeug oder so. Kann man Messinggewichte zusammenreiben, damit die Funken schlagen? Hm. Scheinbar nicht. Kann man die Kelle... Kann man die Zwiebel? Das da mit der Sonne? Aha, das kann ich so blöd. Schon erstaunlich, dass die alten Tricks immer wieder funktionieren. Ah, cool. Das ist, also ich meine, das ist, naja, weit wenn man jetzt, wo man es weiß, sieht man aber, wie deutlich der Lichtstrahl vom Fenster genau auf den Ofen fällt. Genau. Und jetzt bringen wir Messing, umschmelzen. Wohl nicht. Eine Zwiebel? Du musst, glaube ich, eher auf den Topf zielen, ne? Auf den Topf? Aber es gibt... Ach so, das ist alles der Topf. Genau, das ist alles Herd. Okay, alles ist der Herd. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas vorher. Dann vergiss es, was ich gesagt habe. Das Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Ein fröhlich brennendes Feuer. Ich wüsste halt auch nicht, was man mit den Sachen noch machen kann. Vielleicht jetzt noch nix. Aber vielleicht raucht es jetzt schon. Vielleicht reicht das schon, dass draußen jetzt der Bauarbeiter zu Bauarbeiten anfängt. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Ja, es raucht. Jetzt gehen wir zu ihm hin und sagen, es raucht fast schon, Herr Bauarbeiter. Was sitzen Sie denn hier noch so faul? Tja, wer viel arbeitet, der darf auch mal Pause machen. Es sei Ihnen gegönnt. Ah, man kann mit Ihnen über die Charlois reden, die offensichtlich ein Geist ist. Sagt Ihnen der Name Nicole Charlois was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier, die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Na gut,
Das ist wahrscheinlich das Zeichen für, du musst arbeiten. Sollte Ihre Pause nicht vorbei sein? Nein, wieso? Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt. Wenn es weißer Rauch ist, kocht die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Oh. Ich dachte, wenn es weißer Rauch ist, dann wurde ein neuer Papst gewählt. Ich glaube auch. Und wenn es schwarzer Rauch ist, wurde ein neuer Antichrist geboren oder so. Na gut. Dann müssen wir wohl doch noch irgendwas anzünden. Ich habe eine Idee, was wir machen. Weil ich mich an was erinnern kann. Schauen wir mal. Okay, ich glaube, wir müssen mit ihm nochmal reden. Okay. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Genau. Man kann mit ihm nämlich über sie reden, das weiß ich noch. Also man kann auch mit über die Geist-Charlois reden. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charlois? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Okay, aber sie bekommt er oft zu Gesicht. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ach, der Zug ist schon lang abgefahren. Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich sie leider nicht näher. Frauen ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Mein Gott, ey. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, dann ist das schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Ja, schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Ach ja, noch etwas. Von hier aus kann ich Schwester Sabrina nur schlecht erkennen. Sie bewegt sich so unglaublich anmutig, vor allem aber unglaublich schnell. Wenn sie etwas länger an einer Stelle stehen bleiben würde... Ich werde mal sehen, ob ich den Bewegungsdrang der Dame zumindest zeitweilig etwas zügeln kann. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann malen, wenn ich sowohl schwarze Farbe habe, als auch ein Motiv, das nicht ständig in der Gegend rumspringt. Na gut. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Ach, dieses dreckige Lachen, dieses... Okay. Ich habe mich an Schokolade verschluckt. Gehen wir zurück in den Küchenraum. Ganz genau. Da holen und wir holen mit Kohle. Der Wurstzange jetzt die verbrannte Holzkohle. Aus dem Ofen. Ich wusste, da muss ich dazu sagen, ich wusste nämlich noch, dass man mit ihm sprechen muss, weil er ein Bild von ihr malt. Mhm. Ich bin da aber, als ich das erste Mal gespielt habe, auch ewig gehangen, weil ich halt nicht drauf gekommen bin, nochmal mit denen zu reden. Mhm. Na gut, Wurstzange. Da muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. So. Das hätten wir. Das und dann müssen wir noch irgendwas mit dem Schallplattenspieler machen wahrscheinlich. Ganz genau, wir müssen ihn irgendwie langsamer machen. Mit und den ich habe schon eine Idee. Ganz genau, ganz genau. Wir sind so klug. Wir sind so klug. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, ich finde es schon cool, weil ich meine, die Rätsel sind natürlich doof. Aber nicht so doof, dass man gar keine Ahnung hat, was man machen sollte. Nee, das sind gute Adventure-Rätsel. Ja. Es gibt ja auch wirklich welche, die sind dann wirklich teilweise sehr unlogisch. Manche wollen dann so lustig sein, dass die Rätsel schon keinen Sinn mehr machen, was für den Spieler nur frustrierend ist. Mhm. Und hier ist alles noch voll in Ordnung Rahmen. Ich rede mal vorher noch mit ihr, nicht, dass man mit ihr auch noch irgendwas reden kann. Hallo, wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten oder sich für mein rhythmisches Putzen anmelden? Ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Okay, sagen Sie dann einfach Bescheid. Okay, man kann mit ihr nicht mehr reden. Na gut, also, dann sorgen wir mal dafür, dass sie ein bisschen langsamer und lassiver tanzt. So.
Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer. Hört sich aber immer noch ziemlich gut an. Das Coole ist, dass sie jetzt nicht einfach nachsieht, was los ist, sondern einfach nur langsamer tanzt. Ganz genau. Gott will das nämlich sie so. Sie ist einfach eine Tanzmaschine und nichts kann sie aufhalten. So. Ah, das ist toll. Mhm. Naja, gut. Mir gefällt die Musik jetzt besser als vorher. Jetzt ein bisschen jazziger. Nicht, dass ich der größte Jazz-Fan bin, aber mir gefällt Jazz besser als so Latino. Samba-Zeugs. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich finde es beides gleich schrecklich. Naja, nee, schrecklich ist zu viel gesagt. Geben wir ihm seine Kohle. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden, aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Ich muss immer, wenn ich Kohle höre oder irgendwie in dem Zusammenhang, dran denken, dass in dem Bud Spencer und Terence Hill Film Bud Spencer immer von die Kohlen redet. Ja, Geld haben will. Gib die Kohlen her. Was ist mit der Kohlen? Ja, aber was ist mit der Kohlen? Wo ist die Kohlen, Alter? Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Na dann. Warten wir jetzt 3 Stunden neben ihm, bis er fertig ist. Eine. Eine Stunde, stimmt. Wir haben tatsächlich einfach 1 Stunde neben ihm gewartet. Ja. Sehr gut. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Okay. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich kann mir das nicht nochmal geben. Tut mir leid. Aber das ist echt furchtbar. Das Porträt von Schwester Sabine in Folie eingeschlagen. Die Frage ist jetzt, weil ich glaube, das muss irgendwie zu ihr. Die Frage ist nur. Verbrennen wir jetzt, oder wie? Nee. Nee, ich glaube, dass man es vorher kopieren müsste. Weil man muss ja auch zum Kopierer. Aber zum Kopierer kommt man nur, wenn man vorher. Wir müssen den Rauch schwarz machen. Ja, aber wie? Mit den Sachen, die wir haben. Weiß ich nicht. Ich würde eine Zwiebel verbrennen. Das ist bestimmt schwarz, aber das geht ja nicht. Hm. Zur Not das Handy. Das ist garantiert schwarzer Rauch. Hm, die Handyschale. Das stimmt. Ist das, ich meine, das spielt Anfang 2000er. Vielleicht ist das eins von diesen Handys, wo man die Schale austauschen kann und dann einfach die Handyschale verbrennen. Wenn das nicht kokelt, weiß ich es auch nicht. Ich meine, ich... Gib ihr das mal. Ja, okay, ich kann es dir wirklich geben. Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Ach, das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man ihnen den kleinen Finger, reißen sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen sie mir auch, okay? Ja, schon gut. Ich verspreche ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Ich weiß nicht, was los ist mit ihr. Ich überlasse sie dann mal wieder ihrem Hüftschwung. Aha. Weißt du, was wir jetzt verbrennen? Was ist denn das? Was das ist die Folie, wo das Bild drin war. Ach, das ist die Folie. Ja. Man kann das natürlich nicht vorher auspacken. Man muss es ihr geben. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen... Naja. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt verbrennen und dann wird der Rauch schwarz. Es wäre sinnvoll. So. Tada! Genau. Jetzt explodiert alles. Nein! Siehst du? Und wieder ein Leben zerstört. Ja. Wir sind gut drin. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Oh ja.
zerstörerisch. Aber jetzt, weißt du, was ich mich frage? Normalerweise, wie lange hätte denn der Schlagbohrerkerl eigentlich Pause gemacht, wenn wir nicht hier gewesen wären? Wir haben jetzt eh eine Stunde gewartet, bis der Kerl sein Bild gemalt hat. Und hier hat noch nicht mal jemand zu kochen angefangen. Das stimmt. Naja, gut. Auf jeden Fall kopieren wir jetzt erstmal das Bild, damit wir dann die Schwester von da wegkriegen. Oh Gott, also von den Dialogen her ist das hier in Kuba mit Abstand der schlimmste Bereich bis jetzt. Ich hoffe echt, das ist so fremdschämig. Ja. Ich will nicht mehr noch mehr so Dialoge hören, bitte, wenn es geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das der schlimmste Part war. Oh Gott. Ich glaube tatsächlich, dass sein Part in Irland, der ist okay, aber er ist ja auch ein Mann, natürlich ist er okay. Und er steht ja auch auf die Tina, deswegen geht das ja. Nina, wie auch immer. Aber danach kommt dann noch mal ein Part, wo ich mir nicht sicher bin, ob der nicht auch schlimm wird. Fremdschämig. Okay. Na gut. Gehen wir mal zu unserem... Gucken wir uns unseren Erfolg an. Unser zerstörtes Leben. Ich muss leider ab und zu ein bisschen an meinem Mikrofonständer rumschrauben. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich bin gleich fertig. Ich hoffe generell, dass wir nicht zu laut sind, weil der Ausschlag schon ganz schön... Ich habe uns gerade ein bisschen leiser gemacht. Jetzt dürfte es schon passen. Okay. So, Karten. Die Erschütterung durch den Presslufthammer hat das Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Mhm. Und wir nehmen wahrscheinlich eine davon, die mit dem Bild. Braucht der arme Karl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Ach so. Okay. Ja, dann kopieren wir jetzt einfach mal das Bild. Das übrigens finde ich unten, zumindest in diesem kleinen Vorschaubildchen, der Figur, die da steht, null ähnlich. Also aber gut, okay. Komplett null, naja. Nicht mal die Haarfarbe stimmt. Das sieht eher aus, als hätte der uns mit offenen Haaren gezeichnet. Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Nein! Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Okay. Können wir hier nochmal irgendwas... Können wir die wieder mitnehmen? Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich hier einfach die Musik abdrehe. Nee, du bleibst schon bei anscheinend hier nicht. Aber hier können wir vielleicht jetzt ran. Ah ja, das stimmt, das ist neu. Teddy können wir klauen oder so. Ausgeliehene Plüschtiere okay, aber den können wir mitnehmen. Genau. Ein Teddybär. Ein furchtbar hässlicher Teddybär. Ja, ein bisschen creepy. Naja. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Weißt du, bei Kuscheltieren kommt sowas so, oh, putzig, süß, oh, wie niedlich. Aber bei einem richtigen Tier ist es dann so, ob man es essen kann? Tja. Ja, typisch. Na gut, aber ich glaube, hier können wir sonst nichts weiter machen. Oh Gott, ey, dieser Bär. So süß. Nee, ja, es ist so Five Nights at Freddy's süß, würde ich sagen. Ja. Kommt immer drauf an, wie man süß definiert. Ja. Na gut, dann gucken wir mal, geben wir ihr die wir geben ihr jetzt die Plakate und dann wird sie wahrscheinlich gleich abhauen, um die überall aufzuhängen. Ja, wahrscheinlich. Um noch ihre 100 Männer irgendwie zu kriegen, die sie noch braucht. Oh Gott, ey. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perdes ist ganz am Ende auf der linken Seite. So einfach geht das. Tja, wir müssen nur aufpassen, dass uns der Hackfleisch-Hackende Zerhacker nicht erwischt. Aber wir haben ja einen Teddybär. Wahrscheinlich können wir ihn dann mit dem Teddybär besänftigen. Vielleicht. Auf jeden Fall können wir jetzt da hinten hin. Den Hackfleisch-Hackpfleger. Falls ihr Geraschel hört, das sind übrigens wir, weil wir nebenbei futtern. Es ist Samstag. Es ist Ausnahmetag. Samstag, das ist Mampftag. Wunderschön. Der Kopf. Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Oh, wir können in die ganzen Zellen, also im Prinzip. Da kommen wir wahrscheinlich. Das ist der Ausgang. Ja. So.